Das ist so cool, dass es über die Hochzeit von Oma und dir noch ein Hochzeitsvideo gibt. Damals waren Kameras ja noch eine Seltenheit. Vor allem waren sie schwer. Jetzt achte mal drauf. Gleich siehst du deine Oma im Hochzeitskleid in die Kirche kommen. Ah ja, da ist sie. Respekt, dass du sie erkannt hast. So ein fettes Schwein, wie sie war. Ich habe sie am Brautkleid erkannt. Das Lustige ist, dass das eigentlich gar kein Brautkleid, sondern ein Vorhang war. Kleider in solchen Übergrößen gab es damals noch nicht. Aber war Oma Inge nicht zum Zeitpunkt eurer Hochzeit hochschwanger mit Mama? Ja, das war sie. Und? War ich etwa schuld dran? Ja, das warst du. Wer soll sie denn sonst geschwängert haben? Ach ja, da war ja was. Oh, guck mal, jetzt kommt eine Szene nach der Hochzeit, da schneidet sie gleich die Hochzeitstorte an. Pass mal auf, was gleich passiert. Oh je, ihr Hochzeitskleid fängt ja Feuer. Ja, durch die Kerzen auf der Torte. Guck mal, wie sie am Fuchteln und am Rennen ist. Ich habe die fette Kuh nur an diesem Tag so rennen sehen. Ist das lustig, sich das alles nochmal anzugucken. Schade, gleich ist das Video zu Ende. Sag mal, Opa, glaubst du eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Ja, wieso fragst du? Das erklärt so einiges. Kurz, nachdem damals die Beerdigung von Frau Meier war, ist sie mir noch einmal erschienen und hat nach dir gefragt. Du Witzbold. Aber sag mal, warum bist du eigentlich zu uns gekommen, nachdem du Stress mit deinem Lebensgefährten hattest? Ganz einfach. Nachdem wir uns gestritten hatten, sagte er zu mir, ich solle gefälligst zum Teufel gehen. Charmant wie eh und je. Aber das warst du ja schon immer, Klaus. Aber du hast schon richtig reagiert. Politiker und Ehegatten müssen genauso oft gewechselt werden wie Windeln. Und zwar aus dem gleichen Grund. Na, ihr zwei Ruppelhelden. Hier steckt ihr also. Ich habe gerade einen Anruf von Tante Margot bekommen. Onkel Arnold raucht nicht mehr. Wie? Der raucht nicht mehr? Der hat doch über 30 Jahre lang geraucht. Wie hatte er es denn geschafft, jetzt einfach damit aufzuhören? Er ist gestorben. Oh, na dann ist es ja kein Wunder. Ich sage es ja immer wieder, sterben musst du sowieso, schneller geht's mit Marlboro. Herbert, also gleich klatscht es, aber keinen Beifall. Rede gefälligst nicht so abwertend über Onkel Arnolds Tod. Beruhig dich wieder, Inge. Ich erzähl dir auch einen Witz. Kennst du schon den mit den zwei Kerzen? Nee, erzähl mal. Fragt eine Kerze die andere, sag mal, ist Wasser gefährlich? Darauf antwortet die andere, davon kannst du ausgehen. Na, da hast du schon besser erzählt. Wenn bald die Beerdigung von Onkel Arnold ist, könntest du ja wieder den großen schwarzen Hut aufziehen, den du auch auf der Beerdigung von Frau Meier getragen hast. Der steht dir so gut. Findest du? Aber der verdeckt doch mein ganzes Gesicht. Ja, eben. Und was soll ich mir dann am Tag der Beerdigung überziehen? Das ist mir egal. Hauptsache, es ist nicht mein Konto. Wusstet ihr zwar eigentlich, dass eine Gemeinsamkeit zwischen Verwandtschaft und Salzsäure besteht? Ja, auch Salzsäure frisst sich überall durch. Na, dann kommt mit in die Küche, eine Runde nörgeln, das Essen ist fertig. Klaus, du hast doch ein Handy, oder? Ja, wieso? Dann kannst du gleich vorsichtshalber einen Rettungswagen hierher beordern. Bei den Kochkünsten deiner Oma weiß man schließlich nie.